Sagen wir mal, Elon Musk ruft dich an und sagt, ja, Mr. Jan Böhmermann, yes, it's yes, me. It's me, yes, I am it. I have a very, very good idea. Yes. I have a very very good prepared space shuttle beep, for you. Verstehe. Ja. Also jetzt nehmen wir mal an, Elon hat was Geiles erfunden, ein Space Shuttle. Und er sagt, Jan, du bist der Einzige, der es kann. Nimm 10 Prominente aus Deutschland und fliege du schon mal vor. Ich komme in einem Jahr nach. Wen würdest du mitnehmen? Also lassen wir mal Elon Musk lassen wir mal raus. Aber die Aufgabenstellung, mal 10 Prominente aus Deutschland zu nehmen. Olaf Scholz ruft dich an und sagt, hör zu, wir haben hier etwas getan. Auf jeden Fall Grönemeyer. Warum? Mein bester Texter. Nein, aber was nützt denn Texter, Musiker, wenn du im All bist? Pass auf. Du musst doch jetzt überlegen, wer kocht, wer baut. Also, dann hast du auf jeden Fall Tim Raue für die Küche. Ich würde Tim Melzer mitnehmen zum Beispiel. Ja, der ist, ich glaube, der kann auch genauso gut kochen, auch ein guter Koch. Aber der wäre mir, da wüsste ich nicht, wenn der in seiner Kabine ist, was der da macht, wenn er da alleine ist. Deswegen würde ich ihn ja mitnehmen. Ja, Grönemeyer, Tim Raue, Dr. Christian Drosten. Ich würde jetzt auch, und du kotzt gleich, Finn Kliman mitnehmen, weil das ist ja Daniel Düsentrieb. Man käme ja an, Brems, Landung. Wäre ja schon alles geklöppelt und gebaut. Ja, man muss nur mit auf die Zahlen halt ein bisschen gucken bei der. Ja. Geld ist ja noch nicht erfunden, wenn wir da landen. Angela Merkel? Nein. Wieso? Die hat doch Zeit jetzt. Ich würde ganz gerne Baerbock mitnehmen. Weißt du warum? Um sich mir ein bisschen, damit sich mir dann vielleicht ein bisschen erschließt, wo die Punkte sind, wo ich sie nicht so. Ja, aber ich glaube, die korrigiert einen immer. Ach ja, so. Das wäre vielleicht doch. Hier, Harald Lesch würde ich noch mitnehmen. Ja. Der ist doch super. Den würde ich aber kriegen. Prösterchen, ich du würdest echt Merkel mit reinnehmen. Ich finde es eh lustig, sich vorzustellen, was die wohl macht. Zum Vertragen, um dich mit ihr zu vertragen? Wir oder haben alles uns ja mal nicht gestritten, das war ja eine dienstliche Geschichte. Aber das ist ja nicht dienstlich, privat passt kein Blatt zwischen uns. Okay.